So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator. Ich habe gerade ein LKW reparieren lassen und bin jetzt schon mal hier zum Auftrag hergefahren. Da der doch ein wenig außerhalb der Stadt lag und ich nicht zu viel Zeit hier mit Herfahren verschwenden wollte. Wir fahren jetzt angeblich 5 Stunden 36 und wir müssen aber laut der Info hier in 5 Stunden 24 fahren. Das heißt, wir werden schauen, dass wir auf der Autobahn wo einen Schlafplatz bekommen und werden uns dann dort dementsprechend hinrasten, ne? So, und ich fahre hier wieder mal wie ein Verrückter. Ah, das kennt ihr schon nicht anders. Nämlich Tempo 30, viel langsamer geht ja gleich gar nicht mehr. Gerade, dass der Tempomat noch greift. Ist auch wieder Tag geworden hier, sehr schön eigentlich. Ist nicht mehr so finster dann, ne? Ich weiß, man blinkt beim Rausfahren, aber ich habe mir jetzt gedacht, aber ich gleich wieder wegfahren, macht ja nichts, wenn man mal ein wenig früher blinkt. So, da fahren wir rauf auf die Autobahn. Und Gas. Wo fahren wir eigentlich hin? Habe ich mittlerweile wieder vergessen. Nach Bratislava, ah ja. Nach Bratislava fahren wir mit Gabelstaplern. Ganz schön viel Gabelstaplern. Gut, und sobald wir hier auf der Autobahn, wie gesagt, eine Raststätte finden, werden wir uns da kurz ausrasten. Oder wartet mal. Wir fahren nach Prag direkt durch. Eigentlich könnten wir hier nach Brno, keine Ahnung was. Das heißt, schlafen oder wir schlafen hier nach Prag. Nach Prag wird wahrscheinlich das Beste noch sein. Ich hoffe nur, dass wir dort auch schlafen können, ne? Aber das werden wir dann schon sehen, wenn es soweit ist. Ja, die mittlerweile über fünfte Aufnahme auf jeden Fall. Sieben oder so. Also ich habe mittlerweile ja schon doch mehr als eine Woche aufgenommen, da bin ich mir jetzt sicher. Wenn es Folge 7 ist, dann müsste es Dienstag sein heute. Sind wir da schon im September? Nee, ist noch. Ja. Letzte Woche im August, glaube ich, dürfte das sogar sein. Glaube ich zumindest. Habe ich schon erwähnt, dass der gute Bremsen hat, der gute. Ist dann noch ein Kreisverkehr. Fahren wir im Kreis. Wo kam der jetzt her? Er hat mich jetzt wirklich geschreckt. Ich habe da eigentlich keinen gesehen. Na toll. So viel Schaden habe ich vorher erst repariert. Ja, gut, nach dem Auftrag werden wir halt wieder mal was reparieren.
Fast schneller beschleunigt als das Auto, fast. Na komm, fahr vor, wenn du unbedingt willst. Weil jetzt gebe ich auch Gas, ne? Gas, Junge. Ja, geht doch. Geht doch. Einen Fahrer müssen wir noch einstellen. Mal schauen, vielleicht in der nächsten Stadt, wenn ich sowieso reparieren muss. Vielleicht finden wir eine Arbeitsagentur auch in Bratislava, dann können wir dort mal schauen. Geld haben wir ja fast genug. Für einen weiteren LKW. Ah, doch nicht darunter, gut. Da fällt mir ein. In einer der letzten Aufnahmen bin ich einmal festgefahren, also dort war ich noch nicht. Wo uns ja die Tonspur hier verloren gegangen ist, die Sprachspur. Da bin ich ja total in die falsche Richtung einmal gefahren, hab da mitten links umgedreht, war auch irgendwie witzig. So, jetzt sind wir hier nach Prag. 200 Metern kommt eine Tankstelle, da werden wir rausfahren. So. Freien Handbremse an, zack, zack, bam. Einkommen. Sehe, da kommt einer, aber vor dem fahren wir noch. Herzlichen Dank. Ich dachte schon, es wären Kreditzinsen zu zahlen, dabei haben wir was bekommen, nicht schlecht. Ah, da, jetzt sind die Kreditkartensummen da. Setze ich damit einem zweiten Fahrer sicher noch verbessern. Upsala. Schaut her, ja, gute 2000 Kilometer können wir noch fahren mit dem Tank hier. Können wir noch ein wenig dahin cruisen. Einmal zurückschalten, bitte, liebe Automatik. Na komm. Schalt zurück. Ich schalte in der Zwischenzeit hier den Auftrag durch. Ah, da haben wir noch 9 Stunden Zeit. Und in 4 Stunden sind wir dort. Langsam kommen wir in den Bereich, wo ich die Touren auf 2 Folgen aufteilen muss, sehe ich da. Wir sind mittlerweile bei 9 Minuten bald. Und ja, für länger als 20 Minuten möchte ich die Folgen eigentlich nicht machen. Muss ich ja auch zugeben. Denn dann sind die so groß. Ihr habt sie gemerkt, auch in Minecraft habe ich zurückgenommen auf 20 Minuten Folgen einfach, weil es von der Zeit her leichter zu einzuteilen ist. So. 20 Minuten habe ich gleich mal Zeit. Halbe Stunde wird dann schon wieder kritisch. Und draußen hat es gerade extrem gedonnert. In diesen Aufnahmen, jetzt, die ich hier aufnehme, werde ich auch ein wenig was versuchen mit Auphonic. Falls das wer kennt, da kann man Audios bearbeiten lassen, sage ich jetzt mal. Leitet man die Datei hoch und dann kommt sie verarbeitet runter. Weil ich es mal probieren möchte. Mal schauen, was da so rauskommt. Wenn ich da die Folgen hochlade.
Wir werden sehen, wir werden sehen. So. Denke, diese Folge nehme ich auf jeden Fall noch auf. Also diese mache ich natürlich fertig, die Folge. Vielleicht nehme ich danach eine noch auf, aber dann reicht es mir erstmal. Glaube ich zumindest. Dann habe ich mal genug hier. Obwohl, naja, wenn ich vielleicht dann noch eine aufnehme, noch eine tue. Ne, mal schauen, machen wir erstmal die fertig hier. Und dann sehen wir weiter, ne? Sind wir sogar auf unserer Fahrspur geblieben. Ist ja Wahnsinn. Gut, 180 Ingame-Kilometer noch, ist es noch wirklich noch ein ganzes Stück. Mal schauen, wie weit das wir da kommen. Oh, 1300 Kilometer sind wir auch schon mit dem LKW hier gefahren, sehe ich da unten. Ganz klein. Auch interessant. Der Fahrer bringt uns auch, also den wir eingestellt haben, der ist auch nicht so schlecht unterwegs. Er bringt jetzt zwar nicht übertrieben besten Dinge, aber Just-in-Time-Lieferer, hat er ganz schön. Hat er gleich schon einen Punkt geskillt. Freut mich natürlich. Das dann vorher werden wir, denke ich, von Just-in-Time auf hochwertige Fracht auch stellen, damit wir eben dort auch hochskillen. Also ihn hochskillen und dann hochwertige Fracht mit Just-in-Time haben, ne? Das ist eine gute Kombi, denke ich mal. Alter Schwede, geht der Blitz draußen gerade ab. Er hat gleich viermal hintereinander geblitzt. Also, ja. Die Folge mache ich auf jeden Fall mal fertig noch und dann glaube ich, werde ich mal hier abschalten. Ich will hier keinen Blitzschaden haben. Auch wenn bei mir hier alles auf großen Sicherungen hängt, die ich mir extra noch geholt habe. Man muss es ja nicht unbedingt riskieren, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ach, schon erwähnt, dass der gute Bremsen hat, ich glaube ja. Hallo, müssen wir ganz stehen bleiben, ist ja Wahnsinn. Ah, Kacke. Jetzt nenne ich mal zu weit links gefahren. So, hier geht's gerade. Auch. So, ich bewege mich ein wenig am Sessel hin und her. Jetzt kann ich das ja. Und wir kommen da nach Wien oder wie? Schaut auf grün, Junge. Gut, dann eben nicht. Leute, 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 und Gas. Die ersten 2 Meter waren jetzt sogar schneller als der Dude da drüben. Oh, da kann ich leider nicht mehr bremsen. Hat zum Glück keiner gesehen. So gute Bremsen haben wir dann auch wieder nicht, ne? Ja, fahrt raus, geht schon. Supi. Wenn wir die Schleicher da jetzt noch länger vor mir haben, dann werde ich wahrscheinlich irre. Wenn man da eventuell mal ein wenig überholen müssen, ne? Ihr wisst, wie das ist. 100 Ingame-Kilometer noch.
Das war knapp. Ja, du wirst es jetzt abwarten müssen. Ah, wir sind wieder in Österreich, so ich merke. Denn man darf nur mal 70 fahren auf der Landstraße, glaube ich zumindest, oder was? Wo sind wir denn? Ja, das dürfte Österreich schon sein. Hier zumindest laut Dings. Ah ja, warum sind wir nicht über die Autobahn runtergefahren? Ja, wie auch immer. Machen wir mal ein bisschen Landstraßendriving. Fahre jetzt mal hier mit Sogas und nicht mit Automatik. Ah, mit Tempomat so. Denn da können wir mal ein wenig Gas geben hier. 16 Minuten sind mittlerweile um. Ah, die rasen da vorne ganz schön, weil allzu schnell nähern wir uns denen nicht, ne? Überholverbot kann ich natürlich nicht überholen, ist klar. Ahahaha. Ah, das geht schon noch. Ui! Das war mal, ja, gerade noch ausgegangen. Aber damit wir da jetzt was weiterbringen, werden wir hier im Gameplay auf sequenziell umschalten. Einfach damit ich hier schalten kann und nicht der gute LKW hier schaltet. Ah ja, gut, habt ihr das gemacht, ihr zwei? Habt ihr das gesehen? Und ich hab's sogar auf Video. Ist ja Wahnsinn. Das kommt davon, wenn man überholt, wo man nicht aussieht. Na fahr. Halt das. Na warte, dich da vorne, dich haben wir gleich. Da würde mich direkt interessieren, was der kleine Anzeige da links neben der Geschwindigkeitsanzeige ist, also die obere. Wäre interessant, wenn das der Turbo wäre, der Tur also der Dieselturbo, ne? Na warte, dich haben wir gleich da vorne, dich haben wir gleich. Ich sehe, wir sind schon wieder kurz vor Ziel, aber wir sind auch bei den 20 Minuten, also soll es ja nicht. Überholverbot kann ich natürlich trotzdem nicht überholen, ist klar.
Na komm. Na komm. Ich habe hier nicht ewig Zeit, Junge. Hallo, bist du noch da überhaupt? Ja, hey. Weißt du, da fährst du schon zeitlich und dann, ja, kommt noch einer, der sich denkt, ha, dem fahr ich jetzt rein, Vollgas. Naja, was soll es? Hauptsache, wir sind hier am Ziel angelangt. Sehr schön. Ui. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann.